Person, keine Angst vor großen Zahlen. Es geht um ernste Dinge. Es geht um diesen Typen. Der sitzt hier vorne und der hat einen Text geschrieben vor einiger Zeit. Da ging es um Plattformen. Er hat behauptet, gerade im technologischen Mainstream werden neue Innovationen geboten. Wenn eine Technologie Mainstream wird oder gar proprietär, dann kann und wird sie weitere Innovationen als Grundlage geben. Ja, das stellt eine Frage, denn wenn man halt so Sachen hat, bei denen viele Leute mitmachen, Facebook, viele Konsumenten, dann heißt das nicht unbedingt, dass daraus Innovationen entstehen. Alles. Facebook, iPads. Ich möchte nur so ein paar Sachen nennen, die so die Öffentlichkeit des Textes passen. Wer von euch hat ein iPhone? Ja. Wer von euch ist bei Facebook? Wer von euch programmiert Anwendungen für iPhones? Ja, das sind ja wirklich sehr viele. Oder Facebook-Apps? Oh, einer. Okay. Große Konsumenten schaffen keine Innovation. Gibt ja auch so bei den technischen Standards, Firewire versus USB, wir wissen alle, Firewire ist irgendwie besser. USB hat sich durchgesetzt, einfach weil die Geräte billiger sind. Und nicht, weil die Leute irgendwie jetzt gerne auf Innovation setzen. Gibt auch weitere Beispiele, das kennt ihr vielleicht, das ist Minecraft. Da gibt es einen Entwickler, der jahrelang Features versprochen hat. Gab aber gar nicht so viele Entwickler. Und es gibt halt Dinge, die hat er vor zwei Jahren versprochen, die gibt es bis jetzt noch nicht. Während zum Beispiel ein Open-Source-Projekt, Mindtest, in C++ geschrieben, gar nicht so viele Features hat, aber wenn jemand eine Idee hat, dann dauert es vielleicht eine Woche, bis das implementiert wird, weil da Dutzend Leute dran sitzen, die sich dafür interessieren. Jetzt hat das aber viel, viel weniger Nutzer, aber mehr Entwickler, mein Share. Weiteres Beispiel irgendwie mit Torrent. Einmal am Anfang, als Brent Cohen irgendwie so Kram entwickelt hat und das ganz, ganz wenige Leute irgendwie genutzt, eine tolle Innovation war es trotzdem. Und zweitens, wer von euch nutzt mal BitTorrent? Wer von euch entwickelt BitTorrent-Tracker oder Clients? Einer. Wow. Aha. Also ich habe den Portfolio gespielt. Wer von euch entwickelt Minecraft? Nee, Moment, das ist der gleiche. Ja, und der Schluss daraus ist, was ist, auf was es eigentlich ankommt, sind Protokolle und das sind keine Plattformen. Ganz kurz, im Text von dem Buch, auf den wir uns beziehen, wird halt der Plattformbegriff sehr stark behoben. Das heißt, eine bestimmte Form von technischem Mainstream, von Verlässlichkeit von Technologie schafft halt eine Plattform, auf der man einigermaßen sicher entwickeln kann und führt auch in gewisser Weise mehr und mehr Leute zusammen, die dann tatsächlich sich auf diesen einen Punkt finden und dann von dort her halt weiteres entwickeln. Also zum Beispiel eine unheimlich stabile Facebook-API, die sich nicht geändert hat in den letzten 15 Jahren. Protokolle sind sowas wie zum Beispiel die Trackbacks, die Blogs verwenden. Also keine einzelne Blog-Plattform, also außer WordPress ist irgendwie so halbwegs Mainstream. Aber trotzdem können die alle miteinander reden und dadurch haben sie halt verschiedene Funktionalitäten zur Anzeige zum Beispiel von eingehenden Links entwickelt, die dem Web an sich ja fehlen. Also da gibt es ja normalerweise nur ausgehende Links. Protokolle sieht man halt auch Twitter, StatusNet, also StatusNet betreibt zum Beispiel, also die Software unter Identica und Laconica, die haben dieselbe API, weil StatusNet einfach die Twitter-API kopiert. Und das heißt, plötzlich können zum Beispiel Open-Source-Twitter-Clients irgendwie mit einer Zeile Änderung plötzlich mit Identica und so weiter reden. Das heißt, Twitter geht halt vielleicht erst einmal als die Plattform, auf der etwas stattfindet und auf die Innovation aufsetzt. Und tatsächlich gibt es ja ganz viel Zeugs, was auf Twitter aufsetzt und auf die heutige API zugreift und schöne Sachen mitmacht. Allerdings in dem Moment, wo es quasi StatusNet gibt und das gleiche Protokoll bedient, ist es halt nicht mehr Twitter an sich als Plattform, sondern plötzlich wird das ein Kommunikationsraum, der sich durchaus über Twitter und StatusNet verbreitet. Das heißt, sozusagen statt Twitter das Twitter-Prinzip. Ja, klar. So, aber das Problem ist natürlich, also ich meine, Twitter-Status-Net, wer von euch hat einen Twitter-Account? Sind ziemlich viele, wer von euch hat einen Identica-Status-Net-Account? So, ja, das sind jetzt so eine Handvoll,
Denn Inkompatibilität ist billig. Denn wer sagt dann zum Beispiel, dass die ganzen Leute, die Twitter-Clients entwickeln, jetzt mal eben die Zahlen ändern? Wer sagt, dass die Nutzer das ändern? Und wer sagt überhaupt, dass proprietäre Clients, die genauso gut die eine Plattform wie die andere Plattform bedienen könnten, das dann auch tun? Tun sie nicht. Aus Faulheit oder natürlich aus gewissen Absichten. Kommen wir zum Thema Innovation. Ja, kurz gab es eine kleine Innovation. Natürlich ist es schön, wenn man irgendwie eine Plattform hat, für die dann ganz viel Zeugs entwickelt wird. Dann die spannende Frage ist natürlich, was ist tatsächlich Innovation? Viele setzen auf die alten Prinzipien um. Wir haben alles vorgefragt, was für ihn Innovation ist, weil er halt darauf beharrt, dass der Plattform im Mainstream Innovation entsteht und er hat etwas unruhig, etwas geantwortet Richtung eine Neuigkeit, die von Nutzen ist, also etwas Nützliches, Neues. Kannst ja kurz abblicken oder Kopf schütteln, ob das vage deiner Vorstellung entspricht. Das ist, denke ich, was nur einen kleinen winzigsten Bruchteil der meisten Apps betrifft, dass die tatsächlich etwas Neues machen. Sie sind natürlich nützlich und in gewisser Weise breitet sich ihre Nützlichkeit auch dadurch aus, dass sie von vielen Menschen genutzt werden, aber das ist dann nochmal ein anderes Kriterium gewesen, nämlich für MS Pro dann die Verbreitung des Kriterium der Relevanz. Ja, auch sehr viele Fronts-Apps sind immer noch keine Innovation. Also, ich weiß nicht, wer hat denn eigentlich noch eine Fronts-App? Okay, keiner? Scheint noch populärer zu sein als Identica. Ja, wir sind leider nicht auf der Republika. Da wäre die Frage vielleicht anders, aber auch über 9000 Fronts-Apps sind keine Innovation. Letztendlich, alle diese Leute setzen halt was um. Die einen tun es schlechter, die anderen tun es besser, aber die ganzen Dinge, die sie halt umsetzen, die existieren alle schon. Und weitergehend, auch keine Fronts-Apps, mit denen man reich wird. Ich meine, ihr kennt sicher Zünger, diese Firma, die so erforscht, wie man am besten süchtig nach Facebook spielen wird. Keines der Spiele, die die machen, ist tatsächlich neu. Die sind nur exzellent ausgeführt, damit man süchtig nach Facebook spielen wird. Letztendlich Innovation. Auch Suchterzeugung ist übrigens keine Innovation. Also was man Methoden findet, die Stickiness der Leute zu erhöhen, ist zwar vielleicht aus dem psychologischen Aspekt her ganz interessant, das bringt allerdings den davon Betroffenen nicht unbedingt mehr Nutzen. Ja. Das Problem mit diesen Plattformen ist, dass die Faktenstandards sind nicht verlässlich. Also nehmen wir an, wir haben zum Beispiel die unglaublich stabile Facebook-API. Kannst du leiser reden, wenn ich die unglaublich stabile Facebook-API, wenn die sich halt morgen ändert, dann geht halt vielleicht eure App nicht mehr. Früher gab es das zum Beispiel bei Webbrowsern, also bis Firefox 4 gingen halt Extensions regelmäßig kaputt, wenn man das. Wenn man das updatete, seit Firefox 4 haben die eine etwas stabilere Sache entwickelt gegen das Interface und nicht gegen die aktuelle Version von Firefox. Deswegen geht dann nicht so schnell was kaputt wie bei früheren Versionen. Auch wieder ein Beispiel dafür ist Minecraft. Ich habe mir erzählen lassen, dass früher, wenn man halt eine neue Minecraft-Version hatte, das ist ja ein Singleplayer-Spiel, also Singleplayer-Fokus, hat auch Multiplayer. Die Entwickler von halt gewissen Multiplayer-Servern immer ein paar Wochen hinterher waren, genauso wie die Entwickler halt von Plugins. Und das liegt halt daran, dass der Entwickler einen gewissen de facto Standard hat, der sich halt so ein bisschen ändert, immer mal wieder, und nicht verlässlich ist. Ja, dann nächste Sache. Ich habe das so gelesen, diesen Text, dass Popularität Innovation schafft. Du auch, ja, also zumindest, wenn man viele Menschen hat, die daran sind und auch eine gewisse Verlässlichkeit ansprechen kann, hat vielleicht eine stärkere Motivation, beispielsweise etwas für eine solche Plattform zu entwickeln. Ja, deswegen ist auch Microsoft Office so gut. Eigentlich wichtiger wäre, Popularität schafft leicht Kapital, schafft leicht Innovation. Und auch das gilt nicht unbedingt, denn ihr kennt ja alle irgendwie Apple und Microsoft. Microsoft hat jetzt seit irgendwie 10, 15 Jahren so Platzhirsch-Dasein. Apple wurde jetzt in den letzten paar Jahren populärer, aber heißt das, dass sie nicht innovativ waren? Obwohl sie wesentlich weniger Kapital hatten, haben sie Neuerungen gebracht, die halt Microsoft nie durchsetzen konnte und sich nie auf das Niveau zwischen von Microsoft herabgelassen. Letztendlich, These, Innovation. Ja, Innovation führt zum Marktanteil, nicht Marktanteil zur Innovation. Die guten Einfälle arbeiten sich aus den Ecken, wo sie entstehen, sei es bei der Mainstream, sei es bei der Rand, dorthin, wo sie eine Wirkung haben, die irgendwie märktisch verarbeitet wird.
Geschichte des Internets öfter so. Also zum Beispiel haben sich bei Internet verschiedene Firmen getroffen und gesagt, Moment mal, den Markt für irgendwie physische Standards ebnen wir ein, weil da haben wir was von, indem sie alle ihre Patente aufgegeben haben, die da drauf zutrafen und dann gesagt haben, okay, wir bauen jetzt alle Ethernet. Dieser Markt existiert erstmal nicht. Wir haben heute jetzt zum Beispiel auch WLAN und gewisse andere Sachen, aber was TCP/IP angeht, auch wenn es eine andere Alternative gibt, ein richtiger Markt für irgendwie so Transport- und Adressschicht sehe ich jetzt nicht. Ja, das hatten wir eigentlich auch schon. Innovation braucht den Mainstream nicht. Ich weiß jetzt nicht, warum Notepad und Emacs so einen Feature-Unterschied haben, aber möglicherweise hat das auch was damit zu tun, dass es einfach die Nutzerzahlen nicht hergeben, dass gute Notepad-Entwickler mehr haben. Ja, wir werden später noch ein bisschen mehr dazu sagen, wo aus unserer Meinung nach Innovation herkommen kann und warum das gerade nicht unbedingt der Mainstream ist. Ja, letztendlich Innovation ist Osmose. Das heißt, woher die Sachen immer kommen, sie werden sich langsam und langsam dahin durchsetzen, wo man sie haben möchte oder auch nicht. Ja. Nächster Punkt, das neue Punkt, was läuft falsch im Web? Wir haben dazu ein paar lustige Bilder vorbereitet. Zum Beispiel das hier. Das ist eine Sexplattform. OpenCupid. Kennt das jemand von euch? Wir hatten einen. Gut, ich erkläre es mal kurz. Man beantwortet Fragen und die machen dann so eine Analyse, wer irgendwie zu wem passt und zeigen mir dann zum Beispiel zu meinem Profil an, dass ich bitte alle meine Freunde daten soll. Aber ohne dass sie wissen, dass es meine Freunde sind, was eigentlich ziemlich cool ist, wenn dazwischen durch dann mal jemand anders ist. Die haben ein Feature, das nennt sich A-List und ich glaube, man hat sich ein bisschen damit beschäftigt. Ja, also es gibt viele Gründe, warum wir ursprünglich OpenCupid so toll fanden. Ich finde es auch jetzt immer noch ein bisschen toll. Aber dazu gehören beispielsweise so Geschichten wie, es gab mal so ein Modell, dass man halt, das gibt auch von einigen anderen sozialen Netzwerken, einstellen kann, ob man die Besucher auf dem eigenen Profil sieht oder nicht. Und das wurde allerdings von einem schönen ethischen Dreh geregelt, nämlich, dass man, wenn man sich selbst anzeigen lassen möchte, auf dem Profil war, dass man dann auch die anderen Leute dann sehen, dass man auf dem Profil war. Das heißt, mehr oder weniger wird der Zirkel der Menschen zwei Leute eingeteilt, diejenigen, die gesehen werden möchten und dann auch sehen wollen, diejenigen, die es nicht tun wollen und die dann so wieder gesehen werden, aber halt auch nicht sehen können. Spackos und Datenschutz. Und ja, es ist ein sehr schönes Idealbild für so eine Post-Privacy-Transparenz-Symmetrie, wie so Leute wie ich als Post-Privacy-Abonnenten uns das wünschen. Und ja, ich bin dann dieses A-List-Feature, diesen Premium-Account eingeführt und eine der Sachen, die sie natürlich anbieten, ist natürlich, dass man auch sich die eigentlichen Besucher auf dem eigenen Profil anzeigen lassen kann, ohne dass man auf den Profilen der anderen angezeigt wird. Das ist unseres Erachtens nicht unbedingt etwas, was einen sozialen Gewinn erzeugt, sondern eher etwas, was halt die Leute, die gewillt sind, Geld zu bezahlen, einen eher unfairen Vorteil gibt und ein bisschen mehr zu privilegieren. Ja. Andere Geschichten sind halt beispielsweise. Warte, wir wissen nicht, was passiert, wenn jemand, der einen Ängste-Account hat, auch einen Ängste-Account geht, weil soll ja nicht angezeigt, gleichzeitig nicht angezeigt werden. Du hast dann privilegiert, zu den Leuten zu gehören, die alle Leute angezeigt bekommen. Aber bist du auf den Profil der anderen Leute angezeigt? Nein, das zeigt dann dein Privileg, dass du nicht angezeigt wirst. Du kannst also mit anderen Worten unsichtbar spionieren. Aber du kannst ja auf deinem eigenen. Du siehst dann natürlich trotzdem nur die Leute, die auch von sich aus andere Leute sehen, also die nicht unsichtbar sind. Okay. Du gehst also den anderen unsichtbar, bist du nicht blind. Andere Sachen, die halt markant sind beispielsweise, was man auch in ganz vielen sozialen Netzwerken sieht, dass es so eine beschränkte Mailbox gibt, du kannst halt sonst Nachrichten reinholen und dann ist irgendwann Schluss und dann muss man löschen. Dann musst du löschen. Oder Geld bezahlen. Und bei OpenCupid gibt es jetzt diese Geschichte, dass halt bei Accounts, wo Leute ihre Mailbox voll haben, dass normale User denen keine Nachrichten mehr finden, aber die User, die Geld bezahlen können, können ihnen sehr wohl Nachrichten schicken. Auch das ist wieder etwas, was meines Erachtens keinen sozialen Nutzen in der Community hat, außer halt, dass es den Leuten, die Geld bezahlen, einen unfairen Vorteil gibt. Wie ein bekannter Hacker mal sagte, asoziale Netzwerke. Das ist auch eins. Facebook, ich sehe diese Seite häufiger und ich habe keinen Facebook-Account. Ich müsste mich anmelden, die Seite sehen zu können. So hart formuliert, das stimmt das meistens nicht, sondern sie wollen einfach, dass ich mich anmelde. Leider gibt es Idioten, die das nachprogrammieren und da merkt man dann auch irgendwie als Open Source, also die
was dann offensichtlich eine Lüge ist. Ich habe ein Profil, was ich public. Genau. Also, das ist halt ein Freund von Plom of Diaspora. Ja, wenn ich mir also, da wollte ich denselben Effekt wie bei Facebook. Ich bringe also gar nicht das Open Source. URLs, ich habe URLs, die halt, wenn ich sie eingeloggt anklicke, zeigen sie einen Inhalt an. Wenn ich sie nicht eingeloggt anklicke, zeigen sie an, entweder den Inhalt darfst du nicht sehen oder, wenn bei manchen anderen Netzwerken ist, machen sie Lügen ein und sagen, wie gesagt, existiert sie gar nicht. Ja, Facebook hat auch noch was gemacht, was irgendwie scheiße ist und vielleicht erinnert ihr euch, dass es früher mal den Stream gab und dem wurde dann alles angezeigt. Wer erinnert sich daran? Ja. Und da hat sich dann was verändert, da wurde nicht mehr alles angezeigt. Wer erinnert sich daran? Ja, und das war am Anfang eine Option und dann nicht mehr. Und schließlich gibt es jetzt einen Testballon in Neuseeland, glaube ich, dass Leute Geld dafür bezahlen können, dass ihre Sachen bei anderen länger und öfter angezeigt werden. Das ist halt nicht ganz so nett. Und ich habe noch eine Geschichte dazu. Ich habe auf Slashdot gelesen, dass jemand krank war, Facebook gepostet hat, keinen Kreis bekam, keinen Besuch bekam. Und ihm schließlich die Leute gesagt haben, dass sie das halt natürlich nicht sagen, weil die Facebook-Heuristik entschieden hat. Das ist nicht wichtig. Ja, ganz kurz dazu, aber in anderen Worten. Facebook hat mal also angefangen, dass man einigermaßen berechnen konnte, welche Inhalte einem jetzt angezeigt werden, also sprich die Freunde oder wenn man irgendwie das auf anderen Begriffen wie auf Twitter üblich oder so sortiert, den Leuten, denen man folgt, wenn man abonniert hat. Und dann hat halt, die wurde halt mehr und mehr diese Sicherheit abgeschaltet, weil Facebook undurchsichtige Algorithmen verwendet, um zu entscheiden, was einen denn jetzt interessiert oder nicht. Das heißt, das Konzept der Filtersouveränität wird von Facebook mehr und mehr abgeschafft, weil es halt nicht profitabel ist. Profitabel ist es dagegen, wenn man Leuten eben das anzeigt, was Geld bezahlt und dafür andere Inhalte nicht. Das heißt, eine Motivation schafft, Geld zu bezahlen, die darauf beruht, dass die Leute nicht selbst einen Aufmerksamkeitsraum für sich gestalten können, sondern in ihnen eben von einem Redakteur wie Facebook gestaltet wird. Ja, also Paid Content mal andersrum. Twitter hat auch was Lustiges, nämlich eine wunderbare Zensurinfrastruktur, mit der man Accounts, Tweets, gewisse Hashtags und so weiter ganz hart einloggen kann in gewisse Regionen und so weiter. Ja, warum machen die das? Darauf kommt ihr nie. Aber passierte halt irgendwann, hatte möglicherweise was mit Geld zu tun. Google Plus zeigt genau übrigens wie Diaspora auch zu Sachen, die halt privat sein sollten. Anhieb gäbe es nicht. Also das kann man ja noch nicht unterscheiden, ob das jetzt ein Vertipper war. Und hier noch ein Beispiel von Twitter, von Plum. Ja, ich möchte ist die große Frage, ob Lindler mich blockt, aber jedenfalls Lindler blockt mich, die Information habe ich und das möchte ich mal als Beispiel anhalten, weil das ist das Profil von Lindler, was ich sehe, wenn ich ausgeloggt bin. Das sind öffentliche Tweets. Wenn ich eingeloggt bin bei Twitter, zeigt mir Twitter nicht immer an, dass ich eingeloggt bin. Sondern dass es halt eine Weile dauert, diese Tweets zu laden. Und das ist die gleiche Fehlermeldung, wie wenn das Netzwerkkabel rausrutscht oder das WLAN kaputt ist. Nun könnte man einwenden, gut, nehmen wir mal an, ich jetzt hier in Twitter irgendwie eingeloggt und dann ist es irgendwie vielleicht auch manchmal legitim, dass mir das dann nicht angezeigt wird, auch wenn es vielleicht etwas albern ist, dass Twitter mir dann was vorlügt. Das könnte vielleicht gar eine relevante Information sein, dass ich geblockt werde, vielleicht möchte mir die Person damit was sagen oder nicht. Aber jedenfalls kann ich natürlich trotzdem auch eingeloggt die Tweets von ihm sehen, weil ich einfach nur auf die Suche gehen muss und Twitter da nicht filtert. Das heißt, da haben wir im Grunde genommen die gleiche Geschichte wie mit diesen falschen 404-Meldungen erstmal. Das heißt, ich werde angelogen über den Stand der Welt, mir zu untersagen, etwas zu lesen, ist einfach etwas anderes als zu behaupten, es existiere gar nicht. Und zweitens, der Umstand, dass ich halt trotzdem entweder durchs Ausloggen oder einfach durch die Suche trotzdem diese Tweets sehen kann, ist für mich ein Beleg dafür, dass man da eigentlich eher eine Geste geschaffen hat, Leuten ihre Filtersouveränität abspenstig zu machen und ihnen durch Inconvenience und Lässlichkeiten das Leben schwer zu machen, als etwas, was nur dazu dient, dass Lindler jetzt irgendwie von meinen Tweets verschont wird oder von was weiß ich, damit Messages nicht gefixt. Das nennt man insgesamt Anti-Feature, also Sachen, bei denen es wirklich Arbeit bedarf, damit ein Produkt weniger nützlich ist. Hallo Apple. Ja, zum Thema Apple, also mit dem haben wir uns gestern unterhalten. Der hat uns auch was gezeigt, also ein paar coole neue Podcast-Features, zum Beispiel die Plattform Bitlove. Die macht aus Podcast-Feeds Podcast-Torrent-Feeds, weil so viel Bandbreite haben wir vielleicht auch nicht wie die Bibliothek. Und das ist eigentlich
ziemlich nützlich. Und dann erwähnt er, man muss sich vorher einloggen, bevor man irgendwie daraus anlegen kann oder Podcast-Dings runterziehen kann. Und ich habe das nicht verstanden. Und dann hat er erklärt, den Login braucht man, weil es sonst halt zu einem Kramparadies wird. Und jeder halt da alles hochladen könnte, um sonst auszumachen. Das ist tatsächlich ein ganz vernünftiger Grund, der nichts damit zu tun hat, dass man den Nutzern das Leben schwer machen möchte. Aber auch das ist natürlich scheiße, weil die Barriere wäre weniger, wenn ich einfach zum Beispiel sagen könnte, irgendwie, ich hänge an die URL, bis die andere URL des Feeds an und kriege dann einen Torrent-Feed raus. Das ist technisch machbar, aber hat man gelesen. Diese Folie hat Tom gemacht. Ja, das Problem liegt dann halt ausnahmsweise aber nicht bei irgendwelchen bösen Profitinteressen, sondern beim Rechtssystem. Und ja, das schafft halt hohe Verpflichtungen, die gegen den Geist des offenen Webs oder bla bla sind. Also werden wir gezwungen, Dinge schlechter zu machen, als sie sein könnten, durch Regelungen und Regelungen zu regeln. Nächster Punkt. Diese ganzen Sachen, die wir gerade gesehen haben, passen in eine größere Strategie. Wir nennen das Angriff auf das Open Web. Und das versuchen wir jetzt mal ein bisschen zu sezieren. Eine Sache ist URLs kaputt machen. Also eine Grundlage des Webs ist ja Dinge verlinken und Dinge adressieren können. Also egal, ob es jetzt per E-Mail ist oder irgendwie ein Profil, ein Blog, ein Bild, ein Video. Wir haben URLs. URLs sind auch überall da. Die gibt man im Browser ein. Wenn man was runterlädt, gibt man das da ein und sonst noch was. Großplattformen setzen systematisch daran, dass man die nicht so einfach nutzen kann. Einmal gibt es die Sache mit dem Fragment-Routing, was dafür sorgt, dass zum Beispiel nicht mehr alle Clients was runterladen können, also zum Beispiel so Download-Manager nicht und so weiter, sondern nur noch Browser und JavaScript. Da gibt es, das macht Twitter sehr gerne, URL-Shortener. Das hat mehrere Effekte. Einmal sehe ich nicht, wo ich hinklicke, also ich kann überall hingehen. Und zweitens führt es sofort dazu, dass natürlich Suchmaschinen und andere, die wissen wollen, wo es da eigentlich hingeht, von Twitter zum Beispiel nur, also dieser Graph zeigt nur von Twitter zu TCO. Wohin weiter? Naja, wissen wir nicht. Kannst du Twitter Geld bezahlen? Genau, ich kann Twitter Geld bezahlen, dann erzählen sie mir was. Geht natürlich auch umgekehrt. Die Referrer, die irgendwie, von denen Leute irgendwie auf einen Blog kommen, die von Twitter kommen, auch das sehe ich nicht, wer da jetzt irgendwie getwittert hat oder irgendwas. Wegen den URL-Shortenern. Wenn ich natürlich auch da wieder Geld bezahlen würde, ginge das. Auch eine beliebte Taktik, hässliche URLs. Wir haben da mal die Google drauf bemüht, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Das wird aber von hier nicht mehr lesbar. Genau, wir haben nach Herr Urbach gesucht. Wenn ihr es nicht lesen könnt, wisst ihr auch nicht, was wir wirklich gesucht haben. Wir haben nach Herr Urbach gesucht. Und das ist dann das erste Ergebnis halt genommen, so Essig drauf gemacht, die muss auf Folie kopiert. Und eigentlich sollte das halt so aussehen. Aber sieht dann halt da so aus. Das muss man sagen, wenn man einen Browser mit dem Mauszeiger darüber zu kommen, ja, dann wird das durchaus angezeigt. Das ist tatsächlich allerdings diese andere URL trägt, was es beispielsweise wichtig ist, wenn man auf bitte diese Link kopieren geht, kriegt man halt nur dieses Drecksergebnis. Das heißt. Das ist unbenutzbar, ja, und unlesbar. Ja. Andere Sache, Google Plus kennt ihr vielleicht auch, ist ein bisschen scheiße. Wen gehört das Google Plus Profil? Ja? Wollt ihr raten? Bekannt. Nein. Okay, das ist das Google Plus Profil von Katrin Passe. Das sieht ungefähr so aus. Also, das sieht bei mir so aus. Wir wollten dann Screenshot von machen, Google wollte das nicht. Aber, gut, der Fans kann mal sagen, ich hätte das auch wegklicken können. Allerdings, was mir einfach wieder angezeigt hat, wenn Leute Google Plus Seite aufmachen, ist ein bisschen lästig, wenn man nur diese Bootfakt dann also, bekommt. Offensichtlich wollen die nicht, dass wir sowas eingeben, weil es halt unmerkbar ist. Stattdessen sollten wir, wir sollen das auch nicht verlinken. Also vielleicht habt ihr schon mal versucht, irgendwie auf Facebook Google Plus oder so irgendwie so einen einzigen Post zu verlinken. Meistens verhelfen sich die Leute damit, dass sie Bilder davon, also Screenshots davon machen und die verlinken, was auch irgendwie ein bisschen scheiße ist. Ja, also der Fan ist halt auch erkannt, tatsächlich bei Google Plus sowas hier verlinken und da kann den Passiv Profil öffentlich ist, kann man sich das auch tatsächlich ohne. Einfall, wo ich mich erstmal eingeloggt habe, auch uneingeloggt zu Teilen anschauen. Allerdings kann man halt tatsächlich vieles nicht einfach verlinken. Man kann dann quasi nicht einzelne Kommentare verlinken. Man hat auch natürlich Situationen, das hat sich jetzt ein bisschen gebessert bei Google Plus, dass man da so Leute schwierig hat, Postings quasi zu, was wir jetzt Google Plus analog zu retweeten, ohne dass da auch einfach trivial der Link zu dem Original-Posting extrahierbar war. Man hat dann nur einen Link gehabt.
Auch eine Taktik Browser reichen. Plumber hat zum Beispiel versucht, was aufzurufen? Google Plus. Das ist ein Browser, der basiert auf WebKit, also das gleiche, was wir mit Safari und Chrome nutzen. Wird aber abgefangen, geht da nicht mehr. Ja, sag mir dann, benutze doch bitte einen modernen Browser. Optimiert für Internet Explorer 5.5 auf 8.600 mit 16 Farben. Habt ihr vielleicht mal gehört, habt ihr mal vielleicht drüber gelacht, aber wenn jemand sagt, benutze doch bitte Chrome. Genau, dann sagt ihr, vier Browser, die ich benutzen kann, in der Einschätzung. Ja, Lügen hatten wir schon, haben wir mal wieder vor. Ist ein Problem. Und was? Das ist vielleicht kurz erläutert, den Sinn von Schadlos-Codes bei der Webseite. Genau, wenn man was abruft im Web, irgendeine URL eingibt, beim Browser, gibt der Server einen Schadlos-Code zurück. Und der Schadlos-Code könnte halt meistens 200 okay sein, also irgendwie hier hast du die Seite, der kann auch was anderes sein, wie irgendwie ein Redirect, geht da lang oder geht dort lang. Und es kann natürlich auch ein Fehler sein, also was weiß ich, irgendwie ein Serverfehler, oder dass es nicht erlaubt ist, das anzugucken und dass man sich bitte einloggen soll. All das kann zurückgegeben werden. Nein. Vielleicht kann man auch als Sicherheitsfunktion verstehen, wenn man eben gesagt will, wir nicht ausprobieren können, klappt es dann nicht, klappt das nicht. Ja, es macht die Verlinkung kaputt. Der Punkt ist, solche Sachen sorgen dafür, dass zum Beispiel eine Sache, die ich mal programmiert habe, die irgendwie in der Podcast-Linkliste gecheckt hat, gegen die ganze Links, die wir eingetragen haben, kaputt gehen. Also man möchte nicht, dass Leute das überhaupt analysieren können und das ist fundamental asozial und geht fundamental gegen das Web. Das ist ja eine Sabotage öffentlicher Infrastruktur. Man kann auch argumentieren, dass Sabotage öffentlicher Infrastruktur gut ist zu den und den ihren Gründen. Das sind dann die gleichen Leute, die Postautos anzünden, weil die Bundeswehr mitfahren. Also das kann man nicht. Nee, es gibt durchaus Szenen, in denen das eine legitime Sache ist. Aber ja, weiter. Möglicherweise nicht in diesem Raum. Ja, nachdem die alle die URL, die wir halt kennen und lieben und vielleicht auch nutzen, kaputt gemacht haben, machen sie sich neue Namensräume auf, in denen nicht HTTP irgendwie vorkommt, sondern zum Beispiel Plus, ne? Plus Michael Seemann oder Adams Pro oder so. Und das sind proprietäre Namensräume. Also die gehören dann plötzlich nicht in die URLs uns allen oder halt Stückchen für Stückchen halt mal verschiedenen Leuten, sondern gehören einer Entität und die hat keinen Platz für bestimmte Sachen. Also zwei dieser Namen sind echt. Ich sage euch aber nicht welche. Und diese Leute haben sehr große Schwierigkeiten, ein Facebook-Profil anzulegen oder zu behalten oder so. Und wahrscheinlich sind alle drei Namen echt, allerdings aus unserer persönlichen Fake-Kennung. Also wir gehen zwei Personen nicht. Genau, also wir würden halt nur einen löschen, weil wir ihn nicht kennen. Jetzt habe ich es verraten. Gut. Aber das gibt es halt auch woanders. Also das ist fundamentale Programmierer. Ganz, wenn zum Beispiel Catherine Fay keine Flugtickets stellen kann, wird automatisch wieder sterben. Aber gewisse andere Leute, die den Namen sich plausibel anhören, können natürlich dabei sein. Dein Lieber zum Beispiel ist einer der Unterzeichner von Wir sind die Urheber.de. Das kennt ihr vielleicht. Ja, also ich würde es in Frage stellen, klingt jetzt nicht so plausibel. Weiter kennt ihr vielleicht auch, Facebook hat Städte-Homepages gelöscht, weil die Leute lieber selber vermarkten, das ist ein bisschen doof dann für München. Tja, während auf ihrer eigenen Domain dann eigentlich niemand so extern umlöscht, weil er irgendeine komische Stimmung hat. Und das haben wir eben schon, dass es ja durchaus legitime Gründe haben kann, wenn wir die öffentliche Infrastruktur hier und da sabotieren. Und das ist ein streitbares Thema und sind die üblichen Gründe beispielsweise Privatsphäre oder beispielsweise Transitsräume davor, dass man Räume hat, die man da schützen möchte, dass jeder da rein kann und irgendwie reinrotzen, reinscheißen kann. Und das sind durchaus Gründe, über die kann man, denke ich, in vielen Kontexten diskutieren, aber aus unserer Sicht werden sie halt sehr oft vorgeschoben oder beziehungsweise sehr leicht instrumentalisiert für Walled Gardens. Also wenn Facebook eure Privatsphäre schützt, indem es zum Beispiel dafür sorgt, dass ich mir nicht irgendwie was angucken kann, wenn Google Plus mir ein 404 gibt, damit ich mir nicht irgendwas angucken kann, ja, dann seid ihr zufrieden mit eurer Privatsphäre. Gleichzeitig sorgt es dafür, dass kein anderes System damit einfach irgendwie ein Interface, dass es kein anderes System das einfach ansprechen kann. Und das sind wieder bei Inkompatibilitäten, die sind billig, hallo Apple, und vor allem bei Monetarisierung. Monetarisierung, also ist ja irgendwie an der Munde. Facebook hatte neulich irgendwie so einen Aktiengang. Ihre Aktie geht ganz gut.
Social Labs ist Kommerzialisierung ist gut, weil wir können Werbung schalten und Werbung bringt Geld und Geld bringt Wachstum und Wachstum ist gut. Ja. Ich habe auch vorgehört, wer selbst die Folie geworfen, Kapital und Innovation, ne? Ermöglicht zumindest Innovation. Genau, also das wird glücklicherweise nicht hinterfragt. Beziehungsweise du kannst dann halt beispielsweise sehr vielleicht etwas stabilere Server installieren, oder mir. Genau. Oder bessere Leute kaufen, aber Kommerzialisierung zerstört offensichtlich den Nutzen. Nehmen wir das Facebook-Timeline-Beispiel, wenn die kein Interesse hätten, irgendwie mit den Nutzern noch mehr Geld zu verdienen, als sie sowieso schon verdienen. Also wenn man halt 1 Milliarde Nutzer hat, dann ist halt mehr Nutzeraktivierung schwierig, dann hat man mehr rausgepresst als denen, die man hat. Wenn sie kein Interesse hätten, da irgendwie noch mehr Geld zu machen, dann hätten sie auch kein Interesse, den Facebook-Stream unnützer zu machen, indem sie zum Beispiel bestimmte Sachen nicht anzeigen oder dafür sorgen, dass sich andere da einkaufen können. Was Werbung angeht, jede Werbung tendiert zu Spam. Spam ist einfach sehr billige, ubiquitäre Werbung und unterscheidet sich strukturell nicht so groß von irgendwie Target-Ads, die bei Google gezeigt werden. Und Spam ist eigentlich immer der Versuch, meine Filtersouveränität kaputt zu machen. Das heißt, eine Werbung, die nicht versucht, meine Aufmerksamkeit zu beanspruchen, obwohl ich noch an meinen eigenen Filterkriterien nicht diese Werbung sehen würde, die funktioniert ja als Werbung nicht. Genau, Promoted Tweets, ne? Also danach habt ihr nicht gesucht. Oder Trending Topics, die gekauft wurden auf Twitter. Auch schafft Commerz Zensuranreize. Da haben wir ein Beispiel. Headline, ich lese es mal kurz vor. There is some content that credit card companies won't accept on sites they've been processing for. That content is snuff, cannibalism, incest, real rape and bestiality. So the next 24 hours we are going to be removing snuff, cannibalism, incest, real rape and bestiality from FetLife. Jetzt fragt ihr euch, okay, was ist das für eine Seite, auf der das vorkommt? Es handelt sich um eine Fetischplattform. Leute, die bestimmte Fetische haben, geben an, für was sie sich interessieren, was sie mal ausprobiert haben, was sie gerne ausprobieren wollen und diskutieren natürlich auch über diese Sachen. Nur es ist vor allem auch halt ein Forum für Leute, die wissen, dass das, was sie dort diskutieren, woanders nicht diskutieren können. Zum Beispiel auf Facebook. Genau. Facebook möchte das sogar nicht. Ja, also wir haben eine Situation, dass auf ziemlich Pädophilie, also auf kaum irgendwelchen Social Networks ein geduldetes Thema, und da können wir jetzt auch behaupten, dass das irgendwie ganz gut ist. Also gehen wir jetzt auch mal davon aus, gut, Pädophilie können wir verzichten. Dann haben wir solche Geschichten wie Cannibalism und Rape, die offenbar fetter als schon zu heiß werden, weil es ein Kind kooperieren möchte. Nun sind wir wahrscheinlich im Raum hier relativ wenige, die finden, dass Kannibalismus und Vergewaltigung zu unseren Alltagsrealitäten gehören sollte. Allerdings geht es da natürlich auch darum, dass Leute mit ihrer Fantasie spielen. Das heißt, also Rape Play zum Beispiel. Genau, oder halt Kannibalismus, Comics oder dergleichen. Kann man sich das dann, denke ich, ein bisschen drüber streiten, ob das unbedingt das keinen Raum haben sollte, wo das diskutiert wird. Und dann haben wir die Alltagsfetische, die eigentlich überall vorkommen im Netz. Und bei denen eigentlich gar nicht so kontrovers diskutiert wird, vielleicht ist es geschmacklos, aber will man das wirklich verbieten? Also Edgeplay, irgendwie, wenn eine 16-Jährige mit Windeln irgendwie einem 40-jährigen Lover gegenüber sitzt, ist das eine schlechte Fantasie? Ist das irgendwie ein Problem? Das sind doch irgendwie Leute, die das schon selber einschätzen können. Ja, aber jedenfalls kann man sich als Teil auch, dass jetzt gute oder schlechte Dinge sind, worauf wir eigentlich damit hinaus wollen, ist folgendes: der Pluralismus ist eine Lüge. Das heißt, man hat so diese Idee, gut, du hast jetzt Facebook, das ist so ein bisschen die Mainstream-Plattform, da kannst du zum Teil deines Lebens ausleben. Aber wir haben ja auch einen Markt, das heißt, es gibt auch so Nischen für Konkurrenz, wo sich andere Sachen reinmachen können, wie beispielsweise FetLife. Das Problem ist nun allerdings, wir haben ja gesehen, bei sowas wie FetLife, auch diese Nischen sind dann immer noch dem gleichen Diktat unterworfen, sich an den Markt anzupassen und profitabel zu werden und dann wieder halt solche Sachen zu machen, wie halt bestimmte Sachen herauszuzensieren. Und in diesen bestimmten Sachen, die rauszensiert werden, spiegelt sich halt nicht nur das irgendwie nach allgemeinem Konsens absolut No-No, wie Pädophilia, wie das, sondern halt auch solche Geschichten. Und dann ist halt dieses Bild, du kannst dann halt einfach woanders hingehen, da ist ja dann auch noch irgendwie ein kleiner Nischenmarkt für. Das ist echt schnell ein echt schwaches Argument. Das heißt, dass wir irgendwie ein Netz haben, beispielsweise ein Social Web, was an Märkten funktioniert, bedeutet eben nicht, dass Raum für alles da ist und wir einen absoluten Longtail haben, sondern eigentlich nur, dass wir Raum für das haben, was sich tatsächlich irgendwie in diese Märkte einpassen lässt. Und dieses, was sich in Märkte einpassen lässt, ist vielleicht nicht ganz so offen und dezentral oder sonst was, wie wir uns das gerne für unsere Welt wünschen. So, Kapital will also Kontrolle. Das ist eigentlich Kapitalismuskritik. Ich bin jetzt kein Kommunist, aber Dimitri ist einer.
Telekommunist sogar. Falls ihr euch irgendwie mehr dafür interessiert, wie diese Verdeckungslogik funktioniert, der hat das auch neulich irgendwie einen Talk gehalten mit Jack Applebaum, darüber, warum er das für problematisch hält, das Kapital. Ja, ich muss ja kurz einziehen, weil wir jetzt nämlich lass uns mal ein bisschen schneller machen. So, Masse führt dich zu Innovation, Masse führt zu Konformismus, aber nicht dadurch, dass irgendwie alle gleich sein wollen, sondern dadurch, dass alle gleich gemacht werden mit Facebook. Und sobald du etwas in Produktform gehst, veränderst du es, man nennt das Krebs. Beispiele sind die Land am Meer, also Forschern kennt ihr vielleicht, das wird von Mut gemacht, sobald er irgendwie Geld verdienen wollte, hatte das familienfreundliche Canvas ganz unterschiedlich entwickelt gemacht. Auch die Enzyklopädie Dramatica hat sich kastriert und wurde zu Internet, damit auch irgendwie meine kleine Schwester Internetmeme nachgucken kann, ohne dass sie gleich über Regel 34 stolpert. Aber was können wir halt gegen diese ganzen Dinge tun? Es gibt zwei Segmente, die wir ansprechen, also einmal die Nutzer, das wollen die meisten sein werden, und die Entwickler. Ich hoffe, wir sind Leute, die Webanwendungen schreiben, sind hier Leute, die Webanwendungen schreiben. Cool. Ja, dieser Ton ist auch für mich. Erstmal, Nutzer müssen sich ein Bewusstsein über Moleküle bilden. Ich habe gestern einen Typen getroffen, der sagte, ich bin bei Facebook und das ist schlecht. Was kann ich dagegen tun? Warum hat die Taktik? Facebook, das was alles dort, das Leute sich einloggen müssen, um meine Inhalte zu sehen, ist irgendwie doof. Deshalb fände ich sie halt noch parallel woanders zur Verfügung. Das heißt, beispielsweise, dass ich auf meinem persönlichen Blog, auf meinen vielleicht öffentlich lesbaren Twitter-Account oder sowas ähnliches, da habe ich natürlich die Mühe, dass ich die Sachen halt duplizieren muss. Allerdings, wenn man tatsächlich der Überzeugung ist, dass es doof ist, dass Facebook ein Monopol auf die eigenen Inhalte hat, dann legitimiert das, denke ich, auch diese Zusatzmühe, die man sich durch sowas macht. Ja, man macht sich selbst Zusatzmühe oder auch Software, die sich Zusatzmühe macht. Gibt es nicht immer. Und es gibt einen Nachteil, die Radikalisierung von Diskussionen. Auf der Wortwege-Mailing-Liste sind die Leute, die HTML5 entwickeln, kommen immer mal wieder so Sachen, ja, wir haben in unserem privaten Google-Plus-Kreis dies und jenes diskutiert, ich kann das jetzt nicht verlinken, aber ich fasse euch das mal zusammen. Andere Taktik, die jetzt ich schon tue, also Boykott, weil mir ist das auch einfach zu viel. Ich bin nicht bei Facebook, ich werde manchmal nicht zu Partys eingeladen, nach der sozialen Ausschluss, der Typ, den ich gestern getroffen habe, sagte, ich bin zwar bei Facebook, Facebook ist scheiße, aber ich kann jederzeit damit aufhören, wenn alle meine Freunde gleichzeitig damit aufhören. Ja, coole Sache. Letztendlich muss man die Güterabwägung vornehmen, wenn man sich irgendwie nicht radikal auf die eine oder die andere Seite stellen möchte. Und da zum Beispiel Richard Stallman, berühmter Hacker, der halt zum Beispiel einen Twitter-Account hat, mit dem er nicht twittert, weil dann würde er Content auf die Plattform machen. Aber mit dem er den Vorteil hat, dass er sich bei Sachen, für die er sich mit Facebook einloggen kann, mit Twitter einloggen kann, einloggt und dann halt da kommentiert, weil er so seine Nachricht weitertragen kann. Twitter-Feed braucht der natürlich nicht, weil er irgendwie recht bekannt ist, er hat sich so ein eigenes Blog-System geschrieben, ähnlich wie ein anderer gewichtiger Publizist. Was Nutzer auch tun können, ist ihre eigenen Daten befreien. Also ich habe zum Beispiel ein MS-Pros Fächerprofil, das zeige ich jetzt nicht. Habe ich einfach mal irgendwie mit Datei speichern und irgendwo in den Haspin gekippt, damit auch jemand anderes mal sehen konnte, der keinen Twitter-Account hatte. Dasselbe geht natürlich auch, was weiß ich, für interessante Diskussionsfäden auf Facebook-Seiten oder dergleichen. Das heißt, wenn man den Eindruck hat, dass man Sachen, die gut aus öffentlichen Nutzen haben, dann sollte man tatsächlich darüber nachdenken, sie öffentlich zu machen, anstatt eben nur für eingeloggte User. So, jetzt was für die drei Entwickler hier. Einmal Login-Spec-Boxen. Ja? Wenn ihr irgendwie was braucht, fragt euch immer auf den Button. Also kann man dieses Service nicht irgendwie machen, dass irgendwie Leute einfach so wie Blog-Kommentare in den Namen schreiben? Oder ist es wirklich so wichtig, einzelne Leute ausschließen zu können? Was wäre Missbrauch dieser Plattform? Kann man das nicht vielleicht hinnehmen? Wenn ihr Logins braucht, dann bitte externe Logins weglassen. Ja, also wenn es Logins oder bestimmte externe Identitätsanbieter, die proprietäre Räume verwenden. Genau, also WebID geht vielleicht, OpenID ist halt auch so irgendwie ein bisschen krebsig, aber geht, weil er alle möglichen bieten OpenID an. Deine Yahoo-ID oder Google-Mail-Adresse funktioniert da vielleicht. Bei Google stimmt, aber alles bietet das an. Da geht es Facebook, Twitter, vielleicht geht ihr Spotify, da kann man sich mit Facebook anmelden und dann kann man lustige Musik hören. Und möglicherweise hat jemand schon mal vom Facebook, vom Spotify-Konkurrenten Groove-Shark gehört. Na? Groove-Shark hat Facebook dann, also hat auch Facebook Logins verwendet, Facebook hat dann irgendwann sich für Spotify entschieden und Groove-Shark hat auch die Login-Funktionalität abgestellt. Das sind dann als Entwickler möglicherweise nicht und auch als User ist das ein bisschen scheiße, wenn dann die Anwendung nicht mehr funktioniert, weil einer mal irgendwo
Noch eine Sache, irgendwie, ganz ehrlich, macht keine API-Experimente. Wenn ihr Daten rausgibt, gibt es den Standardformat raus. So nicht das Rad neu finden mit JSON. Ich hatte das neulich mal, als ich meinte, irgendwie, ich kann das hier gar nicht verarbeiten, was da rauskommt. Ja, du musst ja bloß den Parser schreiben. Die Spezifikation später, ja, will ich nicht. Stattdessen lieber Standards nutzen für fast alle Sachen, die ihr machen wollt. Gibt es schon Sachen, die irgendjemand sich mal ausgedacht hat. Und wenn nicht, könnt ihr irgendwie einen Workgroup gründen. Aber bitte erfindet nicht betrunken ein neues Dateiformat. HTML5 nutzen viele schon, da hat sich das irgendwie halbwegs durchgesetzt, dass keiner mehr seine eigenen scheiß Flash-Applets für Video-Streaming macht, die dann unglaublich viel Buffering-Hitze erzeugen auf Umwegen. Aber KTRTM, das ist ein Feed-Format. Wenn ihr Location-Based Service macht, wie zum Beispiel Foursquare, bitte benutzt sowas wie Atom. Bitte sorgt dafür, dass man es genauso einfach abonnieren kann wie ein Podcast und sich nicht bei irgendeiner Sache anmelden muss, um zu sehen, wo alle seine Freunde sind. Und bitte nutzt URLs statt proprietärer Namensräume. Also, wenn ihr irgendwas habt, versucht das zu minimieren, dass irgendwie eure eigene Plattform so wichtig ist, dass man nicht damit ohne sie interagieren könnte. Auch wichtig, Offenheit als Default. Alle Privacy-Einstellungen, die man macht, behindern Leute. Behindern die Usability von Seiten, die wir gesehen haben, die müssen sich einloggen und so ein Scheiß. Fördern das Daten populär, bei denen man die Privacy-Einstellung macht. Genau, Facebook schützt die Daten und Facebook hat dann nochmal mehr Daten. Das ist auch das nicht. Facebook schützt die Daten von mir. Offenheit als Default hat sich schon auf Twitter etabliert und hat schon auch funktioniert. IRC, ne? Hat keine lokale Sache, also keine zentrale Instanz. Man kann einfach mit irgendeinem Namen reingehen und Nutzinger von IRC, na, Hände hoch. Funktioniert also offenbar. E-Mails, ja, da muss man sich zwar schon registrieren, kann sich aber auch irgendwie selber eine beliebige Adresse oder wenn man halt einen Host hat gehen und niemand filtert eine bestimmte Sachen raus, weil da irgendwie Scheiße drin steht und verschlüsselt man auch. Auch Falschsharing, ja. Müsste ich mir erst irgendwie meinen BitTorrent-Account für $100 pro Jahr zulegen, dann wäre das ein bisschen schwieriger. Und letztendlich halt alles, was man Open Web nennt, das funktioniert ziemlich gut. Wenn ich das sage, dann höre ich oft, das Open Web ist langweilig und tot. Und Tom hat da einen Gegenpunkt. Ja, das geht da ja, wenn ich die ganze Personen nicht auf Facebook, sondern auf den eigentlichen Inkubatoren, der könnte sein, kulturelle Innovation, beispielsweise Inexports und Facebook als Momentum kann. Ja. Inexports sind eine ernste Sache, weil da werden tatsächlich halt neue Sachen gemacht. Zum Beispiel dieses hier, das mag ich nicht nennen werde, hat sowas, dass automatisch Posts nachgeladen werden. Per JavaScript und Websockets, wenn neue Posts haben, kein Blog-System hat das, aber alle Sachen sind innovativ, Facebook und Twitter haben das. Da sieht man halt, solche Features lassen sich auch aus diesem zentralistischen sozialen Kontext rausholen und wirklich gut benutzen. Fazit: kleine Communities, wie zum Beispiel die von Ernst Schamp, sind flexibler. Ja, sie müssen keine Rücksicht nehmen darauf, dass irgendwer angepisst ist, wenn man nur ein paar hundert oder ein paar tausend Nutzer hat. Im Gegensatz zu Facebook, wo dann irgendwie sofort wieder Leute rumräumen, wenn die Privacy-Einstellungen ein bisschen benutzbar sind. Ja, vor allem, sie wachsen schneller, sie wachsen auch schneller, wieder, sie sterben auch schneller wieder. Das heißt, dass man dann eine größere Rate für Evolution und Mutation. Sie sind klein und können dadurch sehr leicht die relevanten Kompromisse für ihre Innovation finden. Also da kann relativ schnell sich etwas entwickeln, selbst wenn da nur ein Tausendstel der Leute sind, die auf solchen stark kontrollierten Systemen wie Facebook halt aktiv sind. Genau, das Beispiel der Meme sagt eigentlich, außerhalb des Mainstreams ist genug Platz, und zwar genug Platz für Innovation, genug Platz für interessante Inhalte. Und wenn man überlegt, wer so die ganzen Netzpolitik-Diskussionen anstößt in Deutschland, auch Platz für Agitation. Ja? Kann nicht funktionieren auf Facebook, kann nicht funktionieren, aber auch irgendwie über Netzpolitik.org oder wenn Fefe mal kurz lässt. Fragen? Ja, möchtest du Mikro haben? Bitte, aber was ist wie? Wir können das auch wiederholen, na gut. Was an? Also, das eine ist, glaube ich, bloß ein bisschen kleinkariert von mir. Google Plus macht doch keine öffentlichen Namensräume. Ja, doch. Das ist doch keine öffentliche Infrastruktur. Wenn du Michael Seemann schreibst, startet der URL zu seinem Profil, dann hast du plötzlich eben keine öffentlichen. Wenn Sie aber darauf hinaus möchte, ist das natürlich Google Plus an sich nicht URL-Skalierung macht, sondern erst die Nutzung von Google Plus. Das heißt, beziehungsweise wäre meine Antwort auf das, was du vielleicht auswählst,
überall funktioniert, eine Referenz auf einen bestimmten Google-Plus-Account über diese Namensbaumregelung plus Name schreibst, in dem Moment verzeihst du dich halt für ein System, was dann halt nur innerhalb von Google-Plus funktioniert. Und wer ist ein Nutzer von Plus? Stefan Müller, ne? Macht sowas kaputt. Genau, ich mag das ja auch nicht, dass es sowas gibt. Aber an Google-Plus nicht. Da bin ich zumindest irritiert, wenn ich nicht mit einverstanden bin, was du da sagst. Was? Wobei? Naja, wie soll ich sagen? Ich gehe zu Google-Plus, wenn ich Google-Plus nutzen möchte. Oder irgendeine andere Plattform. Und wenn die möchten, dass ich so ein kaputtes Format benutze, und dann tue ich das. Ich sehe das Öffentliche daran nicht. Ja? Ja, gehört Google-Plus und nicht mir und ich gehöre. Nee, aber wenn wir das öffentlich verfügbar machen, aber dafür sorgen, dass öffentliche Kommunikationskonventionen, die sonst überall funktionieren, außerhalb anderen Drogenplattformen, aber die auch jahrzehntelang erprobt sind, plötzlich nicht mehr gehen. Das ist ihr gutes Recht, finde ich. Ja, das ist auch mein gutes Recht, jemand anderen irgendwie, ja, gegen jemand anderen zu rauchen oder zu furzen oder so, das macht es trotzdem nicht irgendwie. Ich glaube, das Problem ist, was wir das für die Öffentlichkeit gleich definiert haben. Beziehungsweise man hat, also zum Beispiel so wie wir in Uni Punkt, das kommt man halt leicht in den Punkt, dass das Hausrecht von Google Plus ist, zu machen unter ihrem Plattform, was sie wollen. Und dann ist aber gleichzeitig die Situation, wo halt öffentliche Kommunikation, öffentliche Diskurse halt immer mehr in solche Systeme abwandern. Und da kann man durchaus behaupten, dass es durchaus einen gewissen öffentlichen Anspruch darauf gibt, dass diese Systeme auch nach öffentlichen Infrastrukturvorstellungen funktionieren. Und da kann man sich natürlich streiten, ist quasi das Selbstbestimmungsrecht von Google Plus wichtiger als unser Anspruch, eine gemeinsame öffentliche Diskurssphäre zu haben, die für uns alle gleichermaßen funktioniert, ohne jetzt einzelne Leute meinetwegen aufgrund ihres Personalausweises auszugrenzen. Wenn 1 Milliarde Leute Facebook benutzen, dann findest du das Facebook-Hausrecht dann immer noch so stark, wie wenn irgendwie 3 Leute einen Blog kommentieren? Also ist das für dich das Gleiche? Naja, wenn es dann mir geht, dann stirbt Facebook. Morgen oder heute, das ist mir ganz gleich. Wenn ich alle Freunde. Ich möchte gerne auch einen Standard haben und ich möchte eine freie Kommunikation haben. Da sind wir uns ja einig in unserer Einschätzung, was Google Plus oder wer auch immer da tut und dass das öffentlich ist. Damit bin ich nicht davor. Aber vielleicht ist das auch kein Problem. Ja, wir müssen uns beleidigen. Das haben wir vorher auch getragen. Ja, Mann, also ich muss jetzt hier einfach mal. Ich müsste jetzt eigentlich ein Co-Referat, ich müsste es mir jetzt erst machen, ne? Ein Co-Referat halten, weil ich das ist ganz kurz, wie viel Zeit heute noch. Ja, ich meine, ihr referenziert ja jetzt irgendwie viel auf mich und ich habe es aber ehrlich gesagt nicht verstanden, was die letzte halbe Stunde jetzt mit meinem Thema jetzt zu tun gehabt haben sollte. Und vielleicht sollte ich einfach mal ein paar Dinge gerade rücken, weil ich glaube, ihr habt das so ein bisschen versäumt, tatsächlich meinen Standpunkt, auf den ihr euch die ganze Zeit bezieht, auch dass ich darzustellen. Ja, das ist recht. ich fühle mich ein bisschen falsch verstanden, ehrlich gesagt. Ja, wie geht's? Wie geht's richtig? Erzähl mal. Wie geht's richtig? Also aha. Mein Blog-Eintrag, der ging darum, dass sich im Internet Plattformen entwickeln. Und das ist erst einmal. Es geht nicht darum, dem Markt das Wort zu reden, es geht nicht darum, nur was Marktanteile hat, ist gut. Es geht nicht darum, zu sagen, alles, was nicht kommerziell ist, ist scheiße. So, ja? Das ist im Gegenteil. Ich habe ja tatsächlich das Beispiel von TCP/IP mit reingenommen, gerade weil es, das habt ihr ja auch richtig dargestellt, keine kommerzielle Struktur hatte. Es geht einfach nur darum, dass eine bestimmte Basistechnologie, und das ist völlig egal, ob sie kommerziell betrieben wird oder ob sie halt ein Protokoll ist oder ein Standard ist, wenn eine Basistechnologie gut geklärt ist, sie als Grundlage dafür dienen kann, dass neue Dinge da drauf ist. Deswegen hat E-Mail das heißt, und die hat da überhaupt nicht kein bisschen drauf eingegangen. Also sorry, ich habe das überhaupt kein bisschen verstanden. Also was ihr die letzte halbe Stunde dort erzählt habt, ist alles sehr nett und das würde ich auch alles unterschreiben. Das widerspricht kein Stück weit dem, was ich gesagt habe. Sehr gut, danke. Ja, möchte man hier was auch ein Wort tatsächlich sagen. Mindestens habe ich es versäumt, das Profil herzustellen. Und zweitens, ich glaube, da fühlt auch ein bisschen was klar. Wir sind, glaube ich, in der ersten 5 Stunden ein bisschen vorbeigehungert an dem Thema. Und,